Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde Final Fantasy X HD Remaster. Wir sind jetzt im Kilika-Hain angekommen. Der kann nochmal weg. Ich würde sagen, wir schauen uns mal hier ein bisschen um. So direkt vorwärts sollten wir nicht gehen. Hier ist aber eine versteckte Truhe und ein Encounter. Ja, komm, du verteidigst mal. War eine gute Idee. Kimari kommt nochmal dran. Verteidige ich auch nochmal. Und dann einmal Lewaka. Ja, das will ich sehen. Aber da lässt du lieber mal besser die Wette Schwarzmagier dran. Einmal Feuer und Feuer burn. Und komm, Tidus macht den Last-Hit. Newbie hier, sorry. Okay. Neuzugang. Der Neuzugang hat das aber besiegt. You're not too bad. You ain't seen nothing yet. Das mag ich einfach, immer diese Gespräche so zwischendurch. So, jetzt aber erstmal, was haben wir hier? Ein Datenball. Was kann der denn? Kälteschlag und durchschauen. Warum nicht? Da wir momentan eh nichts Besseres haben, kann man ja mal den nehmen. Also normalerweise sollte man sich hier so ein bisschen... im Hinterhalt. Normalerweise sollte man hier so ein bisschen grinden. Nice. Crit. Da kann einmal das Medium ran. I'm ready. Ah, du verteidigst aber nur. Dann mal Kimari. Dann mal ein Schlag von ihmchen. Dann nochmal die Werte Schwarzmagierin. Und einmal beenden bitte. Dann geht das schon super. Schön ein bisschen leveln. Ich schreibe jetzt hier einfach nur so ein bisschen rum, schaue mich erstmal genau um. Weil es hier echt so ein paar Sachen gibt zum Entdecken. Chance zum Präventivschlag, sehr schön. Du gehst aber noch bitte weg für Wacken. Dann einmal das Pferd im Medium. Eine Runde verteidigen. Und die Schwarzmagie rennt und dann passt das schon. Allow me. Natürlich, fährt der Lulu. Mögen Sie bitte dieses Unkraut für nicht verbrennen. Vielen Dank. Oh, ich liebe dieses Spiel einfach. Es macht so wirklich Bock, es wieder zu zocken. Ich habe ja gesagt, dass ich immer so auf... Wir üben. Ich habe eigentlich gesagt, dass ich immer so... Warte, bis wir drei Level haben, aber hier wäre das jetzt gerade Schwachsinn. Deswegen renne ich noch so ein bisschen weiter. Schauen wir mal, was wir haben, weil ich würde ganz gerne hier Küsschen besiegen. Moment, du verteidigst. Du kannst angreifen. Moment, du wechselst mal den Packer. You called? Yeah. Ich verwechsel das gerade andauernd. Tidus ist nochmal dran. Jo. Und dann kann jetzt mal Lulu rankommen und hier das Zeug wegmachen. Let's end this. Oh ja, Feuer. Oh, das kann knapp werden. Oder auch nicht. 20 HP. Hat 20 HP mehr Damage. Alles kein Thema, schafft mir locker. Kann man auch gerade wundervoll ein paar Wundersphärien farmen. Wundervoll Wunder. Oh, und hier geht das schon direkt weiter. Hier wollen wir noch nicht lang. Andere Gegner. Mal verteidigen. Du auch. Dann einmal hier, weil wir ein Teilchen Geld haben. Oh, Diamant, du hast.
Einmal zu Kimari bitte, der dann einmal verteidigen kann und Wacker erledigt den Rest. No worries. Booyah. Und tschüss. Sogar noch vernichten, super. Du? Mit zwei Sets verrieben, sehr schön. Ich glaube, von denen haben wir gar nicht so viele. Gehen wir einfach nochmal hier runter. Nein, 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 gehen wir dann noch nicht hier runter. Und ein Hinterhalt. Oh, Kimari hat ein bisschen geschluckt. Waka auch. Einmal verteidigen. Rufen wir doch erstmal das Medium und verpassen unseren Typis hier eine Heilung. Erstmal Waka. Dann kann Tidus angekommen. Nothing to fear, the hero's here. Diesen Spruch liebe ich einfach. Ich finde ihn einfach so genial. Weil jetzt kommt er schon wieder Lulu ran. Allow me. Nothing to fear, your hero's here. Ich liebe diesen Spruch. Und tschüss. Was? Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich bin gerade am überlegen. Ja. War das jetzt hier, wo es schon weitergeht? Ja, hier geht es weiter. Wir machen das jetzt einmal ganz einfach. Wir rufen nur die Schätze. Wir rufen mal gerade Falfaris. Okay, ich muss mal gleich schauen nach diesem Kampf. Ich glaube, ich stelle jetzt gleich mal kurz ein, was die Funktion noch gibt, auf die kurze Animation. Da muss ich ja nicht immer so alles sehen. Dann sehen wir beim ersten Mal, wie die Bestia angeflogen kommt, also wirklich die Vollanimation, und danach aber wirklich nur so kurz, wie sie landet. Please, fight with us. So. Hier können wir nämlich jetzt auf harte Tour machen. Wir nehmen ein bisschen mehr Schaden. Dafür füllt sich die Ekstase schneller auf. Und das wollen wir auf jeden Fall machen. Ich glaube, die können wir nämlich gut gebrauchen, die Ekstase. Und der Schaden ist ja auch überschaubar. Das Wichtige ist, wenn wir ausweichen, beziehungsweise, nee, was habe ich? Wenn wir Yuna leveln, leveln die Bestia mit. Das ist verdammt wichtig, deswegen ist es auch auf jeden Fall wichtig, Yuna beim Leveln zu unterstützen. Ich glaube, wir sollten nach dem Kampf auf jeden Fall nochmal zum sehr schön. Ich glaube, wenn man ausgerichtet ist, wird harte Tour gerade das mehr. Aber die Ekstase leistet ist recht voll. Dann rufen wir Falfaris zurück und beenden den Kampf mit dem Team. Ja, das gibt auf jeden Fall mehr. Das ist super. Harte Tour. Und dann sollte jetzt... Sehr schön. Dann können wir Falfaris zurückrufen. Danke Falfaris, du hast deinen Job erledigt. Weil wenn Falfaris aufgehen würde, ist auch die die Ekstase wieder weg. Das hier kann ich schon mal weg. Vernichten, super. Danke Lulu. Dann kann Kimari kommen. Oh, der ist im Raum gestorben. Komm. Heilen wir den einmal.
Auf der anderen finde ich aber die Kampfmusik richtig geil. Hab ich dann ein bisschen an ihn gewöhnt. Und hier kann man sagen, hey. Und tschüss. Sehr schön. Zeit für jeden drei Stück. Wie gesagt, hier kommen wir ja jetzt weiter, deswegen rennen wir noch ein wenig zurück. Und dann ab geht es. Okay, wieder beim nächsten Kampf vorbei. Ja, auf geht's, du hältst mal die Schnauze, du hast nichts zu machen gerade. Genau wie du, Kimari. Oh, oh. Das ist nämlich eine Geschichte für Waka. Für Waka Waka. Also der Dunball ist ja echt gar nicht mehr so schlecht, einfach wegen diesem Icy-Bauch. So, how shall we do this? Ganz einfach, du nimmst jetzt dein Wasser und schüttelst es darüber. Komm. Du. Also er hat auch schon langsam ein paar sehr viele Spheriden auf Lager. Und auch Sphero-Level. Dann können wir eigentlich auch schon mal hier die Abkürzung nehmen. Kommt dann hier aus. Und haben wir einen von denen. Komm, ich fäll das mal an. Und, auf Wacker, auf Wacker. Auf Kimari. Aber ihr seht schon, wenn man diesen Trick, den ich mache, benutzt, dann geht das super. Dann kommst du super an Level ran. Jetzt noch die Werte Schwarzmagerin und ein Feuer. Boah, freue ich mich schon später. Ich habe nämlich jedes Mal, wenn ich das mache, später im Spiel habe ich eine Waffe. Die gebe ich nur noch Ludo. Also die, das ist wirklich die Endwaffe, die ich für Ludo behalte. Einfach weil ich... Ja, okay, ich will jetzt nicht so viel verraten. Für mich ist es meiner Meinung nach die einfachste und stärkste Waffe für Ludo. So, haben wir Spheroiden und wir verteilen ein paar Sphero-Level. Kimari war hier entlang. Der bekommt Unheil. Oh, Ludo bekommt richtig viel. Die können wir erstmal hier hinschicken. Die bekommt einmal 200 HP dazu. Und einen Wundersphärin und damit mehr Magie. Können wir nochmal hier hinschicken und dann kriegt sie noch einmal Reflex. Das ist super bei Lulu. Kidos geht weiter rauf. Den schicken wir hier hin. Der kriegt mehr Reflexe. Der kriegt einen besseren Angriffswert. Den schicken wir das mal hier hin. Und dann benutzen wir hier noch einen Wundersphärin für mehr MP. Das ist nämlich auch verdammt wichtig, dass er die bekommt. Angriffskraft. Und der bekommt einen Zauber. Hass. Das ist wirklich einer der wichtigsten Zauber für Tidos. Oder gesagt für, für die gesamte Truppe. Und noch etwas mehr Geschick kriegt der Bubi. So, Wacker, alter Kumpel. Moment. Moment. Hier war Sturmhieb. Okay, dann gehst du hier entlang. Und zwar bekommst du dann hier einmal deinen Sturmhieb. Das ist top. Einen Kraftferit und zu guter Letzt etwas mehr Treffer dank dem Zeitferit. Ja, und das ist eine Level kann man verbrauchen, indem wir hier hingehen. So, Yuna, dich schicken wir hier hin. Du bekommst deine letzten Zauber Ex-Fass und Ex-Blitz müsste das sein. Top. Und dein letzter Weg geht hier entlang, wo du noch einmal mehr Zauber für bekommst. Haben wir jetzt alle? Jo. Sehr schön. Das ist doch schon mal super. Tidos ist bei 32 MP, das ist super. Gut, dann speichern wir jetzt hier einmal. Und gehen dann einmal los Richtung Küsschen.
Oh, da ist jemand vergiftet. Was brauchen wir hier? Teilchen gelb Elektro, genau. Oh, der macht jetzt schon 418 Damage. Du machst einmal Medica auf Kimari, um das Gift zu werden. Ah, super. Oh, mein Wacker. Geht das hier weg. 196 Schaden, super. I'm good, ja? Oh ja, bist du. Super. Aber jetzt, wie gesagt, geht es weiter Richtung Küsschen. Das können wir hinkriegen. Ist zwar ein schwierigerer Kampf. Einmal abwehren. Und dir verpassen wir einen Blindhieb. Okay, dagegen ist er immun. Aber er ist schwach gegen Feuer. Super. Wacker hat die Ekstase voll. Ups, das wollte ich nicht. Kimari kann aber nochmal ran. Der kann auch nochmal angreifen. Jeder Schaden ist bekommen. Schwarzmagie, Feuer. Bitte ein Vita auf Kimari. Der aber jetzt eher gewechselt wird gegen Tidos. Und Weißmagie hast auf Lulu bitte. Hast ist nichts anderes als Lulu. Kommt jetzt doppelt so oft dran. Okay, das kann Wasser. Dann machen wir nochmal extra was. Das ist einfach ein Wasserzauber wird negiert. Und wenn wir jetzt sehen, Lulu ist zweimal dran. Das gibt es dann später nochmal in umgekehrter Version und zwar. Komm. Ja, nee. 33. Super. Machen wir jetzt mal auf Unkraft. Also es gibt nochmal eine umgekehrter Form und zwar mit dem Zauber gemacht, dass der Gegner verlangsamt wird. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir kümmern uns jetzt erstmal um diesen kleinen Scheißer. Oh oh. Ganz wichtig, normale Angriffe, dann macht er sofort auf. Weil hier, wenn er einschläft, regeneriert er sich. Oh, Tidus hat die Ekstase voll. Ja, Yuna, heil dich mal lieber. Du siehst nicht allzu gut aus. Und du, Schwertleck, Salto-Hieb. Super. Schöner Schaden. Kann man mal machen. Und das Küsschen ist besiegt. Dafür wollte ich jetzt noch nicht die Ekstase von Fares verwenden. Ein MP-Sphäroid und ein Runenstab. A summoner and her guardians. Very impressive. Sir, we should fight too. We'll get our chance soon enough. Alles klar. Young crusaders gather around. We'll be sending to the ground. Alles klar. Den haben wir doch mal dann super besiegt. Schauen wir uns mal den Rundstab an. Zertangriff plus 5. Da haben wir was Besseres. Und wir gehen jetzt nochmal nicht mehr weiter, weil die Folge ist auch schon wieder rum. War jetzt ein bisschen mehr Grinden heute oder erstmal so ein paar Kämpfe, aber muss auch mal sein. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.